Im Jahre 1995 fanden sich einige Jugendliche zusammen, um den alten Brauch des Krampus- und Nikolausspiels in Oberwölz nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Um das Ganze professionell wirken zu lassen, wurden Bärtengewänder und Holzmasken angekauft. Mittlerweile ist dieses Spektakel zu einem fixen Bestandteil des Oberwölzer Brauchtums geworden. Aufgrund des großen Interesses wurde schließlich 1999 der Krampus- und Bärtenförderverein Oberwölz Stadt ins Leben gerufen. In Anlehnung an unsere Heimatstadt nannten wir uns Wölzer Bass und freuen uns heute über fast 100 aktive Mitglieder. Die Bärtengruppe besteht zurzeit aus 28 Bärten, ein Nikolaus, ein Sensenmann und 4 Treibern. Jedes Jahr von November bis Jänner treiben wir in den verschiedensten Orten und Bundesländern unser Unwesen. Der Höhepunkt aber ist das unvergleichliche Bärtenspektakel am Oberwölzer Hauptplatz zum Krampustag. Sie sehen nun Zusammenfassungen des 6. Bärtenlaufs in Oberwölz sowie des Silvesterlaufs 2005 im Lachtal. Dazu wünscht die Wölzer Bass teuflisch gute Unterhaltung. Der Auftakt beim Oberwölzer Bärtenlauf ist der fast schon traditionell gewordene Einmarsch der Gastgruppe, wie hier die Ehrenfels-Bass aus Kammern. Wölzer Bass eröffnet ihren Einzug mit einer am Planausleger hängenden Berchte. Beim ersten Durchlauf stellen sich alle anderen Akteure der Wölzer Bass, wie unter anderem auch die Feueranbeter und die Streitwagenbesatzung, den Zuschauern zur Schau.
liebe Oberwölzer, liebe Gäste, von wo auch immer ihr herkommen seid, ich möchte euch da jetzt recht herzlich und ganz offiziell begrüßen zum 6. Oberwölzer Berchtenlauf. Lieber Richard, liebe Wölzer Bass, alle mit eingeschlossen, ich danke euch dafür, ich bin stolz auf euch und wir können stolz sein auf unsere Jugend, auf die Wölzer Bass und ich freue mich, euch hier an dieser Stelle sagen zu können, Oberwölz lebt, es lebe auch der Campus und Berchtenverein, die Wölzer Bass. Nachdem sich die Gastgruppe zum zweiten Mal präsentierte, beginnt das eigentliche Berchtenspiel der Wölzer Bass. Früher galt die Bercht als Schicksalsfrau und Seelenbegleiterin. In ihrem Gefolge befanden sich die ungetauften Kinder. Die Berchte übte Sozialkontakte aus, achtet auf Ordnung und Strafe. Vor vielen Jahren wurden die Berchten verfolgt, weggesperrt und verbannt. Seitdem warten die dunklen Gesellen in ihren Verliesen und Verstecken auf ihre Befreiung durch den Höllenfürst. Nach der Rückkehr des dunklen Fürsten auf die Erde befreit er seine Diener aus dem Verlies.
Bis in die hintersten Winkel klingt sein Ruf und aus allen dunklen Ecken kehren die Berchten auf die Erde zurück. Eine der spektakulärsten Aktionen des Berchtenlaufes ist das Herabschweben der Berchten auf einer Plattform, die von einem Kran über das historische Schötteltor gesenkt wird. Ein Wahnsinn! Immer größer wird die Zahl der Berchten, die sich um ihren Fürsten scharren und nun wieder ihre furchterregenden Aufgaben erfüllen. Thank you.
Zur Feier ihrer Befreiung und als Symbol ihrer Stärke werden jetzt im Rhythmus der Trommeln zwei Davidsterne gebaut und erhoben.